Stein. Ich habe zwischen 1985 und 2020 hier im Bahnhof gearbeitet. Und als ich mit meiner Kollegin Christine angefangen habe, unser Archivmaterial zu sammeln, haben wir die alten Plakate entdeckt. Der Bahnhof hat zwischen der Zeit, bevor er eröffnet wurde, und ungefähr 1990, 95, ich weiß es nicht mehr genau, eine sehr entwickelte Plakatkultur gehabt. Wir haben sehr viele Plakate selbst gemacht, selbst geklebt. Wir haben Siebdrucke gemacht, wir haben Offsetdrucke gemacht. Und das war, ja, ich sag mal, ein Teil von Kunst hier in Bochum. Auch wenn das vielleicht für viele sich ein bisschen übertrieben anhört. Aber das Stadtbild wurde dadurch schon stark verändert durch unsere wunderbaren Plakate. Ja, aus unserem reichhaltigen Plakatarchiv stelle ich euch jetzt ein paar vor. Guckt es euch an und entscheidet selber, wie ihr die Plakate findet. Ich finde sie mit die besten, die wir hier im Bahnhof produziert haben. Smoke Around the Clock, 1985, 35 Jahre vor Fridays for Future hat der Bahnhof sich schon um die Klimaveränderung bemüht, beziehungsweise das gab es damals natürlich noch nicht, sondern einfach nur der Dreck hier im Ruhrgebiet, der uns ziemlich zu schaffen gemacht hat. Das Plakat ist ein Siebdruck, hat mein Freund Michael gedruckt und wir gemeinsam entworfen. Wir haben ganz witzig aus 300 A1-Plakaten 300 Kreise mit der Schere geschnippelt. Alles mit der Hand. Wir waren da ziemlich lange mit beschäftigt.